Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Mineville. Ich zeige das Ganze heute mit ein FIFA. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, und wie ihr es schon sehen könnt, wird das heute meine Null-Karma-Aufnahme. Ich bin mal gespannt, ob ich das wirklich schaffen werde, denn das ist ja schon ein großes Ziel eigentlich. Ja. Nehmt das bitte nicht so ernst. Und ja. Doch, ernst nehmen natürlich. Also Null-Karma. Das schafft wirklich nicht jeder. Ja, ich weiß, ich bin auch schon eigentlich ziemlich weit oben, also in den Top-Listen, ne? Okay, also über Bob John, denke ich, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn ich ein bisschen weiter drüber hinaus, ne? Okay, also ich habe schon 1,5-6 Pfeile und alles zusammen. Ja, ich habe auch alles und ja, ich kann mal ganz kurz erzählen, was ich mit der Null-Karma-Aufnahme meine. Ja, vielleicht wissen es die einen oder anderen, ja, ich habe einen Accountwechsel durchgeführt und ja, ich habe von von PuttyXD auf Crafting Pad gewechselt und logischerweise werden da ja nicht meine Karma-Punkte übertragen und ja, seitdem ich den Account gewechselt habe, habe ich auch kein Trouble in Mineville mehr gespielt. Und ja, das erklärt auch eigentlich, warum ich jetzt hier auf diesem Account 40 Karma habe. Dreimal habe ich aus Versehen eigentlich Leute gekillt, die ich, wo ich dachte, dass es Innos wären, Traitor werden, aber naja, war wohl so doch nicht so und deshalb ist das jetzt meine Null-Karma-Aufnahme. Genau. Und es wird doch nicht meine Null-Karma-Aufnahme. Bist du Traitor? Ja. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe das jetzt schon so oft versucht, Traitor zu werden, deshalb, ja, gebt mir doch einfach mal die Chance. Au! Ich kill den mal. Okay, ein Traitor-Punkt. Irgendwie. Mach mal hier raus. Ja, okay. Also, ich habe Angst ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht, also. Okay, wir haben eigentlich. Leute, verzeiht mir das bitte. Ich bin eigentlich nicht so mit Random Killing und so, aber wir nehmen jetzt, glaube ich, schon seit über eine Stunde auf oder so. Und ja, ich hab dich gerettet. Ja, danke. Ich hab jetzt zwar 20 Karma verloren, aber. Danke, ne? Okay, der. Soll ich das mit Traitor sagen und so? Nein! Das wäre voll mies, ne? Das Ghosting, das macht man schon längst nicht mehr. Oh, sorry. Jetzt habe ich ein Herz. Egal. Okay, den braucht auch einen Hit. Ein Hit braucht er noch und dann ist er tot. Ja, und wie gesagt, wir nehmen, glaube ich, schon mittlerweile seit einer Stunde auf und es ist langsam ziemlich nervig. Ja. Ja, naja, okay. Wir haben eigentlich so gedacht, ja, mit Pokern, also dass wir hier nicht wissen, wer was ist, aber jetzt geht's halt nicht anders. Weil wir haben so gedacht, okay, wenn er jetzt kein Traitor wird, dann machen wir halt den Null-Karma-Aufnahme, so als Spaß und Gag. Und wenn du halt jetzt Traitor wirst, ja, dann macht er eine richtig coole. Besonders, das war richtig, Alter. Ich geh mal test, ich lass dich mal alleine. Okay, besonders, das war irgendwie richtig merkwürdig. Wir haben noch jetzt gerade vor Aufnahmestart gesagt, was ist jetzt eigentlich, wenn ich Traitor werde? Und dann meinten wir so. Ja, wirst du eh nicht. Und genau dann passiert es. Also, das ist richtig merkwürdig. Und ja, ich bin ja irgendwo schon froh, aber irgendwie, naja, egal. Und gut. Ich wurde gerade getötet. Ja. Ja, und ich werde erstmal versuchen, ein paar Leute zu killen. Denn wenn ich schon Traitor bin, dann soll ich auch so an was werden. Genau. So, ich habe 2 Traitor-Punkte. Okay, nice. Ich schreibe das jetzt einfach mal so offen zu, ne? Steh mal am besten den Tester. Steh mal auf den geraden Weg. Und dann, pass auf, ich hab jetzt eine gute Idee. Ja. Okay, du schießt jetzt auf. Warte, ich schau erstmal. Ja, das sind ein paar. Okay, schieß. Nee, bleib stehen. Geh zurück. Geh zurück. Ja. Geh zurück. Und jetzt schieß da rein. Schieß da rein. Mit Creeper-Pfeilen. Und jetzt lock sie ins Haus. Geh in das große Haus. Weißt du, wo ich meine? Ja, okay, ich hab einen Kill. Das ist gut. Ja, ich weiß. Alles klar, geh einfach. Genau, ins große Haus. Okay, ja, ich habe mittlerweile schon 70 Karma, also für die Leute, die es wissen wollen. Okay, ist die Folge, ja, alles klar, jetzt recht, schnell, schnell, schnell. Und dann die Leitern hoch, links, 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 links. Egal. Ach, links. Egal, nein. Nein, egal. Nein, scheiße, Mann. Ja. Okay. Genau, Achtung, und jetzt geh ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Wir machen da jetzt richtig cooles draus, das hat mir ungespielt gezeigt, also hat echt gebockt und wir haben echt so gerockt. Und jetzt schießt die ab. Ich pass auf, ob du darfst nicht sterben. Ich pass auf, ob auf der anderen Seite niemand kommt. Ich sneak mal am besten, oder? Ja, auf jeden Fall sneaken. Und dann hast du jetzt hier alle hochgelockt. Schau mal, jetzt ist er gleich down, okay, jawohl. Okay, der ist tot, Creeper-Fighter, nice. Ne? Nice. Kurz B1. Okay. Ein bisschen zurück, sonst, ja. Okay, er ist auch tot, das ist Creeper gut. Dich. Nice. Ich geh mal ganz kurz den Creeper da. Nee, ich lass ihn. Lass ihn so, ja, genau. Ja, okay. Oh, jetzt ist okay. Ja, okay, jetzt läuft er, jetzt bringt's auch nichts mehr.
Okay, wir können sehen, dass draußen noch ein paar Innocent sind, oder? Genau. Okay, du hast jetzt immerhin schon zweimal zu dir gelockt. Das war sehr schlau. Okay, okay. Jetzt kannst du am besten wieder runter. Ich habe noch einen Traitor Point, sehe ich gerade. Gut, dann wird das doch eine ganz gute Aufnahme. Hätte ich eigentlich nicht erwartet. Dann wird es doch unerwartet meine 100 Karma Aufnahme. Genau, zur Null. Ja. Okay. Gut, kannst du mir irgendwie noch eine Taktik oder so empfehlen? Ah, da kommt einer. Komm, ja. Ich geh nochmal hoch, oder? Ja, geh auf jeden Fall hoch. Oder? Ja. Ich weiß nicht, Nee, das ist ein Detektiv. Greif ihn direkt an. Greif ihn direkt an. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Taktiken. Also mit ungespielt, das war echt eine geile Taktik. Die hat er mir empfohlen. Hat okay. Echt Spaß gemacht. Tot. Okay, nice. Okay, jetzt renn mal raus. Soll ich mir wieder Creeper-Pfeile kaufen? Ja, immer auf jeden Fall. Ich habe 3 Punkte, okay. Ja. So. Dann okay, habe ich schon 7, das ist ja relativ gut jetzt die Runde. Hätte ich wirklich nicht erwartet. 110 Karma, also 100 Karma sind geknackt. Yeah! Glückwunsch! Echt danke. Viel. Ja, ich weiß. Und. Okay, das, ich glaube, links ist von dir noch ein Traitor. Ist ein Traitor, okay, ja. Alles klar. Dann schreib mal slash T, geh zum Tester, wir stürmen den. Einfach mal so. Alles klar. Hast du geschrieben? Ach so, das meinst du? Ja. Let's go to the tester. Okay, er geht schon, glaube ich. Und jetzt, aber nicht ganz rein. Nicht ganz rein. Erstmal schauen, warte mal. Der geht jetzt ganz rein. Okay, da ist eh niemand mehr. Okay, ja, ich habe... Es gibt ein spannendes Finale. Ja. Ich schau mal, okay, ich weiß, wo die anderen sind. Sag mir das einfach nicht. Nee, ich sag's dir natürlich nicht. Es soll ja spannend bleiben. Genau, und ich hätte sogar schon, glaube ich, eine Vorstellung, wo der eventuell sein könnte, aber... Naja. Warum ist es ja nicht? Das sage ich dir nur. Okay. Gut, wo könnte er denn sein? Hm. Okay, ja. Ja, das hat sich wohl geklärt. Es hat sich geklärt. Ah, nicht den Traitor. Ja, das könnte jetzt hoffentlich... Oh. Oh Gott. Weißt du was? Nein, lass mir den... Und? Oh, hab ich den gekillt? Hab ich den gekillt? Weiß ich gar nicht. Ne, der hat den gekillt. Okay, aber trotzdem geile Runde, oder? Genau, wollte ich auch sagen. War eine geile Runde von 0 Karma Aufnahme zu einer 100 Karma Aufnahme. Unerwartet, aber naja. Genau. Gut. Ja, ich würde sagen, ich hänge keine Runde dran. Ich war eigentlich eine ganz lustige Runde und ja. Okay. Wie gesagt, schaut doch mal bei Ein FIFA vorbei. Sein Kanal befindet sich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, haut da rein, euer Crafting Pad und ein FIFA. Tschüss. Tschüss mit dir.